So, heute versuche ich mal ein sehr kurzes Video zu drehen, aber es ist ein Video, was gedreht werden muss, weil die Frage hin und wieder kommt. Und zwar: Christian, leidest du an Orthorexie? Orthorexie, für die Leute, die das nicht wissen, das ist eine krankhafte Beschäftigung mit der Ernährung, um sie möglichst optimal zu gestalten und ja, damit auch einen Großteil des Tages einnehmend. Diese Frage wird mir persönlich gestellt und ich möchte diese Frage für mich persönlich beantworten und dieses Video dann immer wieder verlinken. Und deswegen ist auch der Grund, warum ich das Video drehe. Also, Orthorexie. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Ernährung. Tatsächlich. Und ich beschäftige mich auch damit, was eine möglichst optimale Ernährung ist. Und zwar aus den beiden Punkten. Einerseits Erfahrung, also Empirie. Und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Und wenn das beides Hand in Hand geht, umso schöner, dann bin ich relativ sicher, ja, dass es sich dabei um den Fakt, den ich sozusagen dann erfahren habe, um einen korrekten Fakt handelt, den ich dann euch präsentieren kann. Nach der Definition ja, bin ich dann ein Orthorexeriker, wie das heißt. So, aber lassen wir uns mal real denken, etwas größer denken. Weil tatsächlich werden drei Fragen gestellt und wenn du diese Fragen oder zwei von den drei Fragen mit Ja beantwortest, hast du Orthorexie. Ich beantworte von den drei Fragen alle mit Ja. Aber da kommen wir dahin. Das ist mein Beruf. Ich bin vom Beruf YouTuber, der über gesunde Ernährung, über ein gesundes Bewusstsein, initiiert durch eine gesunde Bewusstheit und durch Vlogs aus dem alltäglichen Leben, um nicht alles nur zu sagen, wie es funktioniert oder wie es funktionieren könnte, sondern es eben zu leben und den Menschen die Möglichkeit zu geben, aus meinem Leben selbstständig Ableitungen zu treffen und damit ihr Selbstwertgefühl und damit ihre Selbstliebe zu erhöhen. Und das ist mein Beruf. So. Und damit muss ich mich jeden Tag mit Ernährung beschäftigen. Und deshalb ja, leide ich nicht an Orthorexie. So. Das könnte es eigentlich schon gewesen sein, aber ich möchte es nur noch etwas weiter ausführen. Ich zum Beispiel bin total dankbar, dass ich nicht mich darum kümmern muss, dass ich meinen Strom in irgendeiner Weise selbst generiere. Dass ich da irgendwie eine Sklavin irgendwie im Keller beherbergen muss, die ich auf ein Rad setze und die in irgendeiner Weise dazu gebracht wird, mir den Strom zu generieren. Abgesehen davon würde ich tatsächlich große Probleme haben, da überhaupt was zu bauen, weil ich physikalisch vielleicht nicht die größte Leuchte bin. Dass da wirklich Strom rauskommt, um meinen PC zu erzeugen. Das ist ja mit Spannungen und so weiter, die ich da erzeugen muss. Keine Ahnung. Und deswegen bin ich froh, dass es Spezialisten gibt, die den ganzen Tag dafür sorgen, in einem Kraftwerk oder wo auch immer, dass da Strom erzeugt wird. Danke den Spezialisten. Und ähnlich ist das auch mit vielen anderen Dingen. Wenn ich ein Auto miete, dann bin ich froh, dass ich mir das Auto nicht bauen muss, sondern dass es Spezialisten gibt, die mir das Auto eben bauen. Und so sind viele Menschen Spezialisten in dem, was sie tun. Und nicht umsonst hat sich unsere Gesellschaft an die Spitze der Nahrungskette gestellt und hat gewisse gesellschaftliche Entwicklungen hingelegt, weil wir uns spezialisiert haben. Oh Wunder! Und ich habe mich natürlich auf die Ernährung spezialisiert und tue das euch sozusagen mitteilen. Ja, und das ist im Endeffekt auch schon alles. Na? Das ist alles. Deswegen ich mich so intensiv mit Ernährung beschäftigen und deshalb muss sich nicht jeder mit Ernährung so intensiv beschäftigen, sondern er sucht sich Menschen, denen er vertraut, die sich für ihn mit Ernährung beschäftigen und ihnen einen gewissen Rahmen geben. Diesen Rahmen muss man aber selber trotzdem füllen. Das heißt, ich plädiere tatsächlich dafür, dass man sich am Tag trotzdem mit Ernährung beschäftigt, zumindest vor den Mahlzeiten, was man isst und nicht einfach sinnlos reinschaufelt, weil jeder ein Stück weit auch einen individuellen Stoffwechsel hat. Das heißt, man kann da nicht ganz sagen, okay, ich tue mich gar nicht für Ernährung interessieren. Aber wieso kommt das überhaupt aus allen Ecken, dieser Vorwurf der Orthorexie? Der kommt deshalb, weil die Menschen sich angegriffen fühlen. Oder anders ausgedrückt, weil die Menschen sich ertappt fühlen. Sie wissen, dass sie sich ungesund ernähren. Sie würden gerne sich gesund ernähren, haben aber nicht die Zeit, im Video verlinke ich euch mal oben zur Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und haben einen Neid auf Menschen, die sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen und dadurch eben auch gesünder werden, eben zum Beispiel indem sie sich pflanzlicher ernähren, indem sie auf ihre Nährstoffe achten, was sie essen. Ne? Und ja,
Und entsprechend kommt dann so der Vorwurf, ja, du bist krank. Du bist krank, du bist psychisch krank. Du hast Orthorexie. Lass dich mal behandeln. Ja. Gut, da gibt es wirklich nichts zu sagen heute. Kurz und schmerzlos. Ich glaube nicht, dass ich an Orthorexie leide. Ich mache das als Beruf und ich mache das liebend gerne. Und ja, ich wünsche einen wunderschönen Tag allen Orthorexenten da draußen. Ciao.